Zirdele. Heiß Boogie. Du hast zur Challenge aufgerufen. Mit Rechten. 100 plus Abonnenten ist schon eine ganz schön deftige Zahl. Ja. Was könnte ich denn jetzt hier groß erzählen? Also erstmal kann ich jedem anderen nur raten oder vielleicht als kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Sollte jeder mal reingucken, Kanal Spooky Outdoor, ja, ist eine prima Geschichte. Also ich persönlich gucke bei dir oft, immer, wenn es was Neues gibt und sehr gerne rein. Bist ein netter Kerl und ja, wie du auch selber sagst, man muss halt nichts hinterm Berg halten. Du machst das auch nicht, ich mach das auch nicht. Letztendlich sind wir, ja, also wir auf jeden Fall mehr oder weniger zum Spaß hier bei YouTube, weil es halt Freude macht, weil wir es gerne machen. Ja, ich habe mir jetzt hier keinen Text irgendwie eingeprägt oder aufgeschrieben, was ich dir jetzt hier alles erzählen könnte und hier toller Kanal und bla bla bla. Natürlich werde ich trotzdem ein paar Wörtchen verlieren über deinen Kanal. Ja, wie ich schon gesagt habe, mir gefällt er sehr gut. Ist immer ja auch herrlich entspannend. Ja, wenn du neue Tools, neue Messer, whatever vorstellst. Also ich sitze unheimlich gerne mit dir zusammen an deinem Schreibtisch. Sorry. Froschfamilie im Hals. Ja, wir sollten ja auch vielleicht mal ein bisschen sagen, was du verändern könntest und was du vielleicht anders machen könntest oder whatever. Ja, da kann ich nur eins sagen, ist mir sofort aufgefallen. Was du auf jeden Fall verändern könntest, ist in meinen Augen gar nichts. Also mir persönlich macht das so eine Menge Spaß. Das ist nicht gestellt, das ist natürlich. Ich gehe davon aus, das ist halt nun mal der Spooky. Wir kennen uns nicht privat, aber die Welt ist ja klein. Ja, ich bin also unbedingt der Meinung, du sollst genau so weitermachen wie bisher. Ja, ist jetzt nicht so mein Ding, dass man jetzt hier bei den YouTube-Videos einen riesen Tamtam macht und dass man bloß in der Sonne seinen Schatten nicht filmt und so ein Quark. Ja, wie gesagt, ich denke mal, du machst es genau wie ich. Wir sind zum Spaß hier, weil es uns Spaß macht, weil es uns Freude macht. Und die Bushcrafter-Szene, ja, also ist ja auch irgendwie wieder ein Fall für sich. Also ich denke mal, die meisten sehen es nicht so eng, wenn man mal durch die Kamera wackelt oder wenn man sich mal verspricht oder ja, einen und denselben Satz fünfmal neu anfängt. Ja, ich habe doch keinen Bock, 12 und 20 Mal an die Kamera zu rennen und ja, neu anfangen und tralala, kann man mal machen, aber ist ja kein Halt mich dann. Deshalb bin ich der Meinung, du sollst oder kannst genau so weitermachen, wie du es bisher gemacht hast. Und irgendwo freue ich mich schon auf den Winter, weil ja, man geht zwar raus, ist aber doch eher drinnen und ja, wenn ich im Winter dann mal wieder nicht weiß, was ich mit mir anstellen soll, oder man hat ja auch mal diese berühmten Couch-Tage, dann heißt es für mich YouTube anschmeißen, den Spooky und ja, viele andere anschauen, macht da schon eine Menge Laune. Also da geht der graue Alltag doch recht zügig flöten und man wird doch immer wieder animiert, selber mal irgendwie wieder ein kleines Video zu machen. Also ich selber bin ja jetzt auch jetzt nicht hier so ein großer
bin jetzt nicht lange, aber vielleicht auch nicht so kurz bei YouTube. Ich glaube seit letztem Jahr irgendwann erstmal angemeldet, dann hat es lange gedauert, bis ich mal ein Video eingestellt habe. Das haben wir alle dem Carlos zu verdanken. Jetzt muss ich mal aus dem Bild rennen. Gerade darüber gesprochen, mein Hund klopft an die Tür. Sekunde. Ja, jetzt kommt er natürlich mit rein. Jo, ich lasse die Tür einfach mal auf. Bin hier im Gartenhäuschen, im Gartenraum. Ja, jetzt kommt er doch. Ja, Digga, komm mal her. Mach dem Spooky auch mal Hallo. Sieht man den hier? Ja? Das ist der Justy. Der liegt auch meist bei oder neben mir, wenn ich hier auch bei dir reinschaue. Ich krieg's einfach nicht gebacken, kurze Videos zu machen. Wie du merkst, Lava. Viel Rhabarber. Ist mir aber völlig wurscht. Also, wem es gefällt, wunderbar. Wem es nicht gefällt, ist mir genauso wunderbar. Also, muss ja nicht jedem gefallen. So, du hast zur Challenge ausgerufen oder aufgerufen. Hast auch inzwischen Sekunde. Technik macht's möglich. Nein, ich habe mir keinen Text vorgelegt, das ist dein Kanal hier. Und ja, wie ich sehe, jetzt brandaktuell 126 Abonnenten. Was willst du mehr? Man muss ja jetzt nicht jeden Tag hier rasseln, wie beschallert. Also das ist bei mir genauso. Die Kandidaten, die ich habe, die regelmäßig bei mir reinschauen oder ab und an mal einen Kommentar da lassen. Ist ja keine Pflicht, muss man ja nicht immer. Aber man freut sich natürlich drüber. Und ja, selbst die paar, die ich habe, sind jetzt gerade mal, keine Ahnung, 64 oder so. Ja, ist der Wahnsinn. Macht mir eine Menge Spaß. Und war jetzt länger nicht mehr draußen. Wird noch mal Zeit, wird auch wieder kommen. Hab jetzt mehr oder weniger mal ein paar Messer vorgestellt aus dem günstigeren Preissegment. Ja. Du willst wissen, was wir alles in den Maxpedition Fetti packen würden, wenn denn jemand von uns der stolze Gewinner ist. Und in meinem Fall, wenn ich's denn wäre, ich muss und möchte unbedingt wieder dabei sein, das ist überhaupt gar kein Thema, wenn ich's nicht bin. Ich gönn's jedem. Wir sind noch lange dabei, vielleicht erwischt's mich dann doch irgendwann mal und dabei sein ist alles. Ist also jetzt von mir zu dir, ist das ganz klar Ehrensache. Da mache ich mit. Geiler Kanal und ja, warum soll ich dir den Gefallen nicht tun? Und mir selber auch. Was ich da reinpacken würde, ja, jetzt ist das ja dann Maxpedition Fetti. Ich habe jetzt hier nichts parat liegen, war auch jetzt mehr oder weniger Absicht. Ich hätte auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall reinpacken würde, das wäre Arbeitshose. Ja, hier. Ein ganz normales, kräftiges, in meinen Augen, das hier ist jetzt ein Magnum bei Böker, ja. Ist jetzt ja auch kein Real Steel oder ähnliches. Reicht mir aber für viele Zwecke völlig aus. Und ja, wenn ich so ein Teil hier mal himmel, dann kaufe ich es mir gleich für kleines Geld neu und oder wieder oder ein ähnliches. Und ja, also ich kann ein Messer für 300 Euro kaufen, ich kann aber auch 30 Messer für 10 Taler kaufen. Ja, welche halten denn am Schluss länger? Steht auf einem anderen Blatt. Ja, Fakt ist, ausreichend massives Messer wäre auf jeden Fall drin. Wahrscheinlich noch eine kleine Funzel, eine kleine Taschenlampe. Muss auch jetzt nichts Besonderes sein, nur ein kleines Notlicht halt. Und was ganz, ganz wichtig ist, was auf jeden Fall reinkäme und was mir auch noch fehlt, dafür sollte ich mich schämen, das ist ein First Aid Kit. Was hier rumpelt, ist mein Handy. Bloß nicht dran stören. Ja,
Habe ich bis jetzt noch keins. Ich habe zwar wohl immer ein Pflasterchen, ein paar Pillen, Schmerztabletten etc. habe ich wohl immer dabei, wenn ich draußen bin. Aber ja, alles nur so zusammengewürfelt und es wird allerhöchste Zeit. Ich würde mir einen kleinen Mini holen oder ja, und das käme auch da rein. Sonst so viel Kleinkram hätte ich jetzt nicht so. Mir würde sicherlich noch ein bisschen was mehr einfallen. Keine Ahnung. Man macht ja auch schon mal Feuer, ja, nötige Kleinzeug dafür, ein bisschen Birkenrinde vielleicht, separat abgepackt, damit das First Aid Kit natürlich schön sauber bleibt. Und das käme bei mir da rein. Und dann würde ich auch gar nicht länger um den heißen Brei reden. Spooky wird willkommen. Spooky lässt sich mich verabschieden. Mach's gut, mach vor allen Dingen weiter so. Ich hoffe, die VA hat dir ein bisschen gefallen. Entschuldigung für mein Gelaber. Und ja, auch nochmal Entschuldigung, dass ich die Entschuldigung wieder zurückziehe, weil ich bin halt ein Laberhannes. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr gibt noch viel zu sehen von mir. Spooky, mach's gut. Ich bin raus. Ciao.